In den 40er Jahren geben die Deutschen ihre Vorreiterrolle bei der Hubschrauberentwicklung ab an die Amerikaner. Die große Stunde des russischen Emigranten Igor Sikorski. Er will die immer noch gültigen Weltrekorde der Deutschen brechen und schafft es. Einer nach dem anderen fällt. Und die US-Wochenschau ist oft dabei, wenn Sikorski selbst am Knüppel sitzt. And now the judges check their watches for the record broken. For the first time in history, a helicopter has sustained itself in flight for 1 hour and 32 minutes. Sikorski war kein begnadeter Entwickler, aber er machte sich die Leistung anderer zunutze. Ein Genie im Zusammenführen großer Erfindungen. Nach dem Krieg machen die Amerikaner in Deutschland Beute. Die Bachstelze von Focke ist auch dabei. Sie wird von der US-Luftwaffe nach Dayton im Bundesstaat Ohio geschafft und unter die Lupe genommen. Die Technik ist nicht so einfach zu beherrschen, was die Amerikaner schnell merken. Mehr Talent und Interesse zeigen sie bei einem anderen Beutegut. Der Kolibri. Das Meisterstück aus der Berliner Werkstatt von Anton Flettner. Das Modell mit dem Rührbesen, hier mit dem deutschen Testpiloten. Der erbeutete Kolibri trägt jetzt bereits das amerikanische Hoheitszeichen. Die Amerikaner haben nichts Vergleichbares. Aber sie glauben an den Hubschrauber. Das Ausfliegen ist dann eine Sache weniger Minuten. Sikorskis Vorhersage vom Hubschrauber für jedermann hat sich erfüllt. Aber anders als gedacht. Nicht zum Milchholen, sondern zur Lebensrettung. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs flogen Hubschrauber nur 150 Rettungseinsätze. Aber das reichte, um das Militär von einem Großauftrag zu überzeugen. März 1965, Vietnam. Wieder unwegbares Gelände. Für die Amerikaner kein Problem. Schließlich gibt es die Sikorskis und die neuen Bell-Hubschrauber. Die USA wollen den Sieg der kommunistischen Vietcong verhindern. Für ihren eigenen Vormarsch durch Reisfelder und Dschungelwälder gründen sie eine neue Einheit, die Luftkavallerie. In Vietnam waren die US-Truppen völlig vom Hubschrauber abhängig. Das Konzept einer fliegenden Kavallerie wurde danach in allen Ländern verwirklicht, wo Truppen schnell ins Geschehen gebracht werden müssen. Die erste Luftkavallerie-Division, First Air Cav genannt. 400 Hubschrauber vom Typ Bell für schnelle Transporte und, noch wichtiger, überraschende Tiefflugangriffe. Insgesamt wurden vom Typ Bell UH-1 über 15.000 Exemplare gebaut.